Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boink. Das ist Endless Space 2 im Early Access. Und wir sind hier so ein bisschen im Krieg mit unseren eigentlich abtrünnigen, freundlich gesinnten Sophon-Brüdern. Ja, sie meinten in der letzten Folge, uns den Krieg erklären zu müssen, obwohl wir einen Friedensvertrag hatten. Okay, wir haben sie zurückgeschlagen und sind aber jetzt trotzdem fleißig in der Produktion von Kampfschiffen. Ansonsten relativ ruhig hier die Lage, obwohl wir bedrängt sind. Zum einen hier von den roten, von Herrn Leaper, den Cravers auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Cravers Iron Fang hier unten. Dann haben wir noch eine unbekannte Rasse, die ist, keine Ahnung, wo die ist, vielleicht hier? Oder sind die das? Anderes Grün? Nö. Sind auch die. Ja, wir haben es nicht leicht. Aber wir schlagen uns dafür ganz gut. Ich will eigentlich gar nicht gegen die kämpfen hier. Kann ich das noch irgendwie absagen? End turn. Nee. Retreat. Fly, you fools. Ach. Jetzt muss ich es ja leider. Ich hatte das eigentlich nur aus Spaß irgendwie angeklickt, aber ich wollte mal gucken, ob ich eine Chance habe. Was ist das denn hier? Tja, ich glaube, da müssen wir jetzt durch. Egal, wir kämpfen. Und wir haben gewonnen. Ich wollte es eigentlich gar nicht. Aber okay. Es kostet uns jetzt die Reparatur unserer Flotte. 399. Okay, haben wir gemacht. So, jetzt aber End Turn. Das wird die Cravers nicht freuen, dass wir das getan haben. Was haben sie denn hier für ein Schiff? Gar nichts. Komm, dann knallen wir das auch weg. Fliegen wir mal nach da. Oh! Achso, die hauen ab. Die hauen ab, die fliehen! Ich glaub's ja nicht. So, können wir hier einen Kampf anfangen? Ja, machen wir das Ding, den Pooper! Wir machen den Pooper mal weg. So. Schön. Was ist hier? Enemy Fleet. Die hat auch nichts. Wie sieht es denn eigentlich aus, so stärketechnisch? Militärmäßig sind wir Fünfter. Ehrlich jetzt? Ich empfand mich eigentlich als relativ gut. Wir könnten unser Government jetzt umstellen hier auf eine Republik zum Beispiel. Fünf Runden lang ist Anarchie. Ich glaube, das machen wir jetzt mal. Confirm. Okay, ich hoffe, das schaffen wir. Fünf Runden lang. Forschung läuft, das läuft. Hier ist alles gut. Quests sind... naja. Wie sieht es aus mit Frieden? Nicht? Schade. Hier Frieden. Was ist denn Cordial? You made friendly actions. Okay, irgendwie nicht. Ich hoffe eigentlich... Okay, kurzer Blick. Hat nichts gebracht. Ja gut, wir harren der Dinge und hoffen, dass die Zeit der Anarchie schnell vorbeigeht. Ich würde nämlich gerne auch dieses System hier zurückerobern, obwohl wir haben ja unser Einflussgebiet nimmt das hier ja gleich ein. Und die Frage ist,
Da wir einen relativ hohen Einfluss haben, wird denn dann dieses System, was unter unserem Einfluss steht, können wir das dann auch kolonisieren? Oder würde dann vielleicht sogar die Kolonie, die da ist, würde die vielleicht überlaufen? Spannende Frage. Vielleicht können wir eine Antwort drauf geben. So, keine Gegner. Keine Gegner hier, keine Gegner dort. Nur die hier ist kolonisiert. Aber vielleicht können wir ja da wirklich unseren Einfluss geltend machen. Es ist nicht so schön, dass mir nicht angezeigt wird, wie lange ich bräuchte, um dahin zu fliegen. Machen wir den Population Gained. Placidus, okay. Und Research Complete. Cool. Können wir die jetzt upgraden irgendwie? Ah. Alle Schiffe sind up to date. Okay. Auch die Schiffe? Ja. Sind die denn in der Lage, den Planeten zu bombardieren eigentlich? Ich glaube nicht. Was ist da? Okay, die bekriegen sich hier. Da will ich jetzt nichts gegen sagen. Das können die ja ruhig tun. Dann müssen wir dafür sorgen, dass unser Einfluss noch weiter steigt hier in Richtung Cetus. Die Runde hier passiert gar nichts. Wenn ich jetzt die Flotte wegziehe nach da unten, ist wahrscheinlich garantiert, dass dann irgendwas passiert. Na, wir versuchen es mal. War nur zwei Runden. Ja, das war klar. Es war so klar, dass die dann kommen. Ist jetzt nicht eine starke Flotte, aber es war klar. Natürlich. Fliegen wir wieder zurück. Zumindest habe ich jetzt ein Schiff zur Verteidigung hier. Ach so. Nee, er fliegt weiter. Um was? Da unten zu verteidigen oder wie? Wie viele Runden ist noch Anarchie? 3. Smoking Gun. Plus 10. Influence on Empire. Level up für meinen Helden. Nehmen wir das hier mal. Wir brauchen nämlich Kohle. Construction complete auf beiden Seiten hier. So, den Scavenger machen wir mal weg. Was wäre denn hier wichtig? Also wir haben jetzt einen Bunker gebaut und Production müssen wir eben steigern. Drohnennetzwerk irgendwie. 6 Runden, okay. Dann nehmen wir das Drohnennetzwerk. Fliegen wir mit der Flotte mal wieder zurück. Dann können wir hier das Schiff rausholen aus dem Hangar.
So, das hat Attack 193 und die haben 97. Dann fliege ich damit mal da runter. Zwei Runden für Xeno Industrial. Plus 20 Approval. Ups. Drei Runden. Heißt das, ist jetzt nur eine? Nee, zwei. Oh, und den Supermarkt müssen wir bauen. Truth Forced, Victors, Cheeky Boink, Defeated Civilizations. Oh, wir kriegen 60. Oh, wir kriegen Kohle. Ja, cool. Aber warum sind die defeated? Sie haben den Krieg verloren. Okay. Haben sie jetzt quasi aufgegeben? Oder wie sieht's aus? Okay. We lost a war. Also haben wir auf jeden Fall aufgegeben, was das angeht. Ist okay. Habe ich nichts dagegen. Ich gehe jetzt mal dahin gleich. So, also zum einen erstmal hier, die Flotte muss weg. Ach so nicht. Aber damit, oder? Das wird even. Retreat. Ich wollte ein... Oh, der haut jetzt ab. Ich wollte eigentlich mit denen hier angreifen. Attack 124 und die haben was? 6 ist mir nicht an. 97. Okay. Major Defeat. Du Scheiße. Was kostet die Reparatur 190? Habe ich jetzt ein bisschen unterschätzt. Muss ich ja zugeben. Aber die werden gleich eh abhauen. So. Population gained. Construction complete. Ja, die Produktion ist hier nicht hoch. Und letzte Umfrage. Ja, das war klar. Die Militaristen sind hier in der Mehrzahl. 53% ist okay. Was bauen wir hier Neues? Ich brauche unbedingt Truppen. Und es führt keinen Weg an Smasher eigentlich vorbei. Nur 11 Runden ist einfach viel zu lange. Die Produktion ist halt einfach niedrig. Ich weiß auch nicht, wie ich es steigern soll. Es hat nur eine Welt.
Ist doch alles schon voll. Technologie unknown. Regulate Processing. Boah, was für Wörter. Das kann ich wohl knicken. Kann ich hier noch einen kolonisieren? Nö. Kolonisierbar, aber wahrscheinlich, ob's zu weit weg. Oh Mann. Ich cancel das Ganze mal. Ich brauche mehr Schiffe. Dann holen wir uns hier auch noch. Kohle. 12 Runden, 11 Runden. Ich bin so hin und her gerissen, weil das alles so lange braucht. Dann eher ein Smasher. Okay. So, es kommt zur Wahl. Militaristen werden unterstützt. Und wir machen einfach offiziellen Support, das wird reichen. Jawohl, und wir haben gewonnen. So, konnten wir doch unseren Einfluss nochmal steigern. So, greift er mich jetzt eigentlich an? Und wir sind eine Republik. Da freue ich mich. Ne, er greift mich nicht an. So, ich gegen den hier. Mit 70 Attack. Nein, das bringt gar nichts. Aber 193 macht das schon ein bisschen mehr her. Denn die haben 97. Dann machen wir das doch einfach. Jetzt kriegen wir sie platt. Oh, einer ist noch über. Einer hat noch überlebt. Ja. Eins gegen eins quasi. Oh, mein Drop. Mein Dropship. Das Hero Ship ist auch bald platt. Hat aber noch überlebt. So. Aufgeräumt haben wir. Ich weiß nicht, ob ich den Smasher hier unten behalten möchte. Glaube ich, den nach oben hole. Ich lasse den mal hier. Dafür. Nämlich die Reparatur hier 299. Der muss nicht repariert werden. Dafür hole ich, glaube ich, den da weg. Und hier haben wir ja einen. Führe ich die beiden mal zusammen. Repariere das Zeugs und fliege damit mal dahin. So, gucken wir uns doch mal an, was sich geändert hat. Wir müssen auf jeden Fall neue Gesetze erlassen. Und zwar Flottenkosten oder Plus 20 on Systems Wartime Tax Builds. 313 kostet das, machen wir. Und Flottenkosten minus 25% Schiffkosten.
Sollten wir auch machen. Wir sehen es interessant hier, wie der Fokus sich verlagert hat. Hin zu den Militaristen. Hier mein Verteidigungsmodus. Wie sieht es bei euch aus? 93, um zu reparieren. Lass ich mal. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hätte das System schon gerne. Einfach so. Wie stark ist das da? Gar nicht stark. Forschung ist auch abgeschlossen. Vielleicht könnte ich dann statt das hier, oder macht das Sinn? Doch, es macht Sinn wegen den, weil meine Schiffe sich dann schneller bewegen. Aber wir kommen auch immer mehr an deren... Also wir haben ziemlich viel Einfluss, muss ich ja mal sagen. Also da sind wir echt stark. Ich drücke einfach mal weiter, weil... Passiert hier gerade nichts. Was bräuchten wir denn, um den vierten Planeten zu besiedeln? Da muss ich gleich mal gucken. Ultra Deep Habitats. Na gut, ist sehr kalt hier, ne? Arktischer Planet. Naja, ob sich das so lohnt. Jetzt, oh. Scavenger. Den killen wir mal. Der muss hier ja nicht rumfliegen. Sollen wir jetzt endlich mal die Akademie bauen? Ich baue sie jetzt mal. So, wen packen wir jetzt hier zusammen? Den Smasher. So. Also schon eine coole Truppe. Und reparieren wir für 93. Dann ist alles auch wieder... Und ja, 137 möchte ich jetzt auch nicht ausgeben. Construction complete and turn. Schon wieder eine Wahl. Wie viel habe ich denn? Können wir das erlauben, die 450? Nee. Lassen wir das mal. Aber die Wahlen sind eindeutig. So, keiner, der uns angreift.
Heldenstand ist auf Level 5. Quest started. Capture, assimilate or attract a new population type into your empire. Da hätte ich Bock drauf. Fleet Action. Execute a ground invasion of the systems. Okay. Gucken wir uns gleich an, ob wir es machen wollen. Approval ist hier so lala. Brauchen wir Food? Oder Production lieber? Hier brauchen wir auch Kohle. Alles brauchen wir hier. Vielleicht erstmal die Xenotourismen. Da kriegen wir ein bisschen Geld rein. Ich glaube, mir ist wichtiger, dass die mich mögen. Deswegen machen wir das mal. So, was passiert denn, wenn wir dieses Fleet Action Invasion machen? Sollen wir das mal tun? Ground Battle könnten wir leicht gewinnen. Blitzkrieg. Infiltration oder erstmal vorher Bomben? Wir bomben vorher mal. Da nehme ich ja keine Rücksicht. Knallen wir alles weg. Okay, hört sich wirklich böse an, aber ich meine, die haben auch auf mich keine Rücksicht genommen. Deswegen. Ich glaube, es ist zwar ultra spannend, aber wir müssen hier mal eine kurze Pause machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.